Hey, und willkommen zurück zu einem weiteren Part von, ich wollte schon wieder Zelda sagen, von Brutal Doom. Und zwar eins gleich mal vorweg. Und zwar dieses Level ist für mich nicht mehr blind. Denn leider Gottes habe ich das schon aufgenommen. Hoppla. Und aus irgendeinem Grund hat mein Aufnahmeprogramm wieder gedacht, ha, nein, Arschloch. Du kannst mich jetzt mal derbe an meinem Ass lecken. Und dann habe ich ihm derbe mal an seinem Ass geleckt und hatte nämlich ein Problem. Das. Weder Ingame-Sounds noch meine Sprache oder meine Stimme mit aufgenommen wurde. Oh. Das heißt jetzt so viel wie, dass halt leider Gottes ich eben schon Bescheid weiß, was hier passiert, so ungefähr. Wie man wahrscheinlich ungefähr jetzt auch sieht. Was aber irgendwo halb so wild ist, denn es ist nicht viel passiert in dem Level. Also mir persönlich jetzt, weil das Level nicht großartig irgendwie ist. Ist eigentlich ein relativ simples, einfaches Level. Das Beste sieht man jetzt schon hier. Ist nämlich eine fucking U-Bahn. Oh. An die Musik kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber auch cool. Also es ist. Ich glaube, ich bin nur zweimal gestorben oder was? Also es ist nicht, wirklich nichts Besonderes, das Level. Ist nichts Großartiges von Bedeutung. Also man hat so ziemlich unter oder mit Garantie wahrscheinlich gar nichts verpasst. Nur eine einzige Sache, aber die zeige ich auch gleich. Aber ich renne jetzt erst noch mal kurz zurück und hole mir die ganze Munition, die ja noch rumfährt. Flup. Achso, okay. Ich komme nicht durch diese ultra krassen Panzerglasfenster, die leider kaputt sind. So, ja, mit dem ganzen Shit. Geh weg, Stuhl, geh weg. So. Und zwar, das Einzigste, was irgendwie von Belang ist. Man muss, damit diese U-Bahn losfährt, durch die einzigste offene Tür gehen. Damit sie losfährt, damit das Level weitergeht. Aber ich bin damals clevererweise hier einfach durchs Fenster gesprungen und bin dann da gestanden. Hör, komisch, was passiert jetzt? Bin bis nach ganz hinten gelaufen, wieder bis ganz hier, bin hier rausgegangen, hab mich alles gewundert. Hä, was passiert hier? Bin hier lang gelaufen. Ich glaube, ich habe 10 Minuten lang oder was in dem Level rumgesucht. Bis ich irgendwann zufälligerweise durch die offene Tür gelaufen bin, also wirklich zufälligerweise, und dann gemerkt habe, oh, okay, der Zug fährt, ich muss da durch, das ist alles. Und jetzt, guckt euch den Scheiß hier mal an. Ich kann ja auch nicht mehr raus, aber guckt euch hier mal an, wie es hier jetzt aussieht. Das ist wichtig für später. Ich werde es wahrscheinlich vergessen, dass ich das erwähnt habe, aber die, wo das Video zugucken, die werden sich hoffentlich dran erinnern, damit ich jetzt nicht irgendeinen Käse babbel. So, aber jetzt erstmal wieder schnell zurück zu der offenen Tür. Weil der Zug irgendwie nur losfahren kann, wenn man durch eine offene Tür geht und nicht durch ein offenes Fenster. Wenn er meint, soll er meinen, meinetwegen soll er das. Ist mir Wurst. Aber jetzt geht's weiter. Man sieht, alles leer. Komisch, alles leer, alles normal. Was passiert jetzt? Oh, der Zug fährt los. Großartig. Und auf einmal, alles voll. Richtig dumm. Was haben wir so am liebsten? Er schreit da. So, aber diese Scheiße hier ist nicht ganz zu unterschätzen, denn ich muss etwas still sein, damit ich hören kann, wann die Motherfucker von den Fenstern nämlich kommen. Da finden sich nämlich ein paar Typen sehr, sehr lustig. Und kommen bei den scheiß Fenstern vorbeigeflogen. Wenn wir es gerade davon haben, da ist einer. Von den super lustigen. Da bin ich nämlich das erste Mal gestorben. Weil der super lustige hinter mich geflogen ist und mich einfach abgeballert hat. Die In-Game-Sounds sind ganz schön laut, Alter. Ich habe das gar nicht so laut in Erinnerung. Jung ist es laut. Oh ja. Mr. Blechkopf hier wieder. Ja, unaufhaltsamer Todesblechkopf. Na? Aber einer fehlt noch. So ein Fensterfliegmeister. Wo ist der? Na? Wo ist der? Schön, vorsichtig, schön, langsam, schön, ruhig. Ha, schön hat. Ich weiß, dass da noch einer fehlt. Es waren immer zwei oder drei Stück. Also mit einem ist es nicht getan. Wo ist die Ratte? Achtung. Die Lenkrad gehen könnt ihr gleich mal vergessen hier.
Da ist er. Bei den Viechern bin ich echt gut drauf zu sprechen, weil die mich so mies gekillt haben beim letzten Mal. Richtig dreckig von hinten. Normalerweise mag ich es ja von hinten, aber diesmal, ne. So. Ja, kam da? Da ist einer. Ne. Hä? Was ist das? Ja, genau. Der grindet einfach mal auf dem Ding mit. Was soll er? Jawohl, okay, cool. Cooler Typ. Ich habe vergessen, mir eine Uhr hinzustellen. Hä, scheiße. Okay, das gibt wieder ein sehr dummer Part. Beim letzten Mal habe ich auch eine Uhr vergessen, habe dann einen 13-Minuten-Part gemacht aus Versehen. Aber naja, das ist ja halb so wild. Das kann man ruhig einmal machen, wenn ich überlege, wie oft ich die Parts viel zu lang mache. So, Munition. Nicht abheben. Munition. Zion. Noch mehr Munition da. Irgendwo. Pumpgun-Muni. Immer schön einchecken. Brauchen wir alles. Jeden Schuss. Ja. Da ist noch einer. Und er schießt hierher. Motherfucker, wo bist du? Na? Hä? Ich häng fest. Wo ist er? Hab ich ihn? Ich glaube, ich hab ihn. Das ist das. Die Fahrerkabine, wo wir vorhin drin waren. Warum sieht die auf einmal so aus? Ganz, ganz komisch. So. Das ist jedes Mal. Oder was ist jedes Mal? Beim letzten Mal, wo ich hier war, habe ich mich erst gewundert. Ja, was muss ich hier drücken? Hier ist doch nichts. Unter dem ganzen Scheißblut ist ein Schalter. Oh yeah. Ist schon relativ atmosphärisch, aber ich mag das Level. Ich mag das Level trotzdem. Und wenn man frisch von dem Wolfenstein-Level gekommen ist, dann ist es halt wahrscheinlich alles etwas leichter. Ist geil, wie das Lied eben passend aufgehört hat. Ist schon cool. Man rennt hier in diesen Tunneln rum, über sind Dämonen, die Mucke passt, die Atmosphäre stimmt. Richtig geil. Ja, an euch kann ich mich aber nicht erinnern. Macht's bumm? Oh, fuck. Hallo? Na? Oh, ihr Motherfucker. Ey. Die wehren sich wieder. Ui, okay. Wo? Oh. Hallo? So. Ich glaube, dass da vorne noch einer ist. Noch mehr. Hau ab. Ja, komm noch ein bisschen näher. Komm ein bisschen näher. Noch ein bisschen. Hey. Näher, 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 näher. Okay. So. Ach, stimmt ja, die Motherfucker verstecken sich ja immer überall. Stimmt ja. Platsch, Alter. Platsch. So. Oh, okay, komm ein Kongamuge. Man kann jetzt nicht mehr hier nach vorne laufen. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ja, mit der Munition. Und zwar muss man jetzt den einzigsten beleuchteten, seltsamen Weg hier gehen. Und man kann auch nicht mehr zurück, denn aus irgendeinem Grund ist auf einmal ein Loch voller Lava und Feuer. Großartig. Genauso wie ich es am liebsten habe. Und, ah, Moment. Hey, stimmt ja. Hey, na, das Gewehr. Hoch, hoch, hoch. Das hier ist auch ein ganz, ganz komischer Scheiß. Ich habe mich als gewundert, ob das irgendwie Geheimnisse sind oder was. Und ich weiß bis heute noch nicht, ob das vielleicht nicht doch Geheimnisse sind. Auf alle Fälle kann man es nicht aktivieren, was auch immer es ist. So. Blutig. Miam, miam, miam. So. Waren hier nicht noch mehr von den Spinnern? Doch. Miau. Feuer. Bong. So. Ja, was ist? Von wo? Okay. Bom. Na, hallo? Ah, ja, ich erinnere mich. Hau ab. Ich schieße ihn in den Kopf und sein Arm fliegt weg. Okay. Krasse Doomguy-Power. Na? Aber man sieht schon, das Level ist ganz, ganz cool. Ganz hübsch designt. Relativ atmosphärisch. Ich mag das. Ich finde, das ist ein ziemlich cooles Level. Na, ah, Schenk. Wo ist er? Ich glaube, ich hab ihn. Hab ich ihn? Na, hallo? Und der Kerl guckt einen immer noch so an.
Guck mal, ich hab Blechkopf-Typ. Zwei Schüsse in die Schulter und er ist tot. Ja, na klar. So, was haben wir hier noch? Ah ja, stimmt ja, die Spinne. Alter Fickfreund. Shit, ich brauchte meine fucking Lives noch. Ihr Motherfucker. Scheiße, das ist nicht gut jetzt. Weil ich später vielleicht... Ja, halt die Kusch. Kurze Runde zurück müssen und mir Leben zurückformen. So, haben wir keine Medipacks mehr hier. Scheiße. Okay, aber... Das ist so dumm. Aus dem scheiß Feuer kommt immer irgendwelche Feuerbälle. Hä? Was ist da hinten los? Hallo? Aufhören? Oh. Oh, Scheng! Ich häng? Oh, gut. Jawohl. Und weg im Minigant. Sehr schön. Vielen Dank. Danke sehr. Danke, danke. Danke sehr. Vielen, vielen Dank. Bom. What the fuck? Okay. Wenn die gute Kacke hier meint, dass sie durchdrehen muss, dann sollte sie das doch gerne tun. Aber... Hau ab. Hau ab. Hau ab. Herrgott langer. Geht mal weg, da. Wie einfach nur taugt. Hau ab. Irgendwie ist die Double Barrel nicht so cool wie die normale, habe ich das Gefühl manchmal. Ich weiß auch nicht warum. Oh. Jawohl, ballert euch ruhig gegenseitig ab. So habe ich das am liebsten. Hau ab. Na, noch mehr. Oh, die haben den einen gekillt. Sehr, sehr guter Mann. Ach stimmt ja, hier sind ja die ganzen Motherfucker noch. Keine Flucht. So. Ah. Keine Flucht. Keine Wo. Okay. Oh. Alter, der Captain aller Captain hat da oben. Hä? Okay. Mysteriös, warum waren die auf einmal tot? Haben die sich gegenseitig weggerotzt mal wieder? Das wäre eigentlich sehr vorteilhaft für mich. So. Noch den letzten Shit hier einsammeln. Okay, ich komme da nicht hoch. Hier noch den Rotz, da noch den Rotz. Ey, komm denn mit? Jawohl. Ah, haben wir noch mehr von dieser schönen Rotze hier? Sieht nicht so aus. So. Ich könnte schwören, dass hier noch irgendwo jemand war. Hallo? Medipack? Da bin ich mir nicht mal ganz sicher, wo noch was war. Scheiße. Dabei ist es erst 2 Tage her oder so, wo ich das Level eigentlich gespielt habe. Hau ab, Langer. Ich renn auch noch komplett rein. Willst du mich eigentlich verhunzen? Fuck, Langer. Aber jetzt kann man wenigstens sehen, wahrscheinlich dann, wo ich als nächstes gestorben bin. Weil das Ende ist ein wenig dumm, nennen wir es mal. So richtig brutal dumm. So, wow. Okay, ich flieg erstmal aber los. Aber vielleicht waren da ja noch Medipacks, ich erinnere mich auch nicht mehr. Bam. So, oh. Ja, stimmt ja. Ihr Motherfucker. Hallo? Kann ich reingucken, oder ist was passiert? Hallo? What the fuck? Hau ab. Na? Noch mehr? Hallo? Oh. Tschüss. Hallo? Hau ab. Hau ab. Na? Hab ihn. Sehr gut. Hau ab. Wow, was so? Okay, das ist einfach weggefetzt und jetzt ist es tot. Jawohl. Es ist fucking tot. So. Kann ich jetzt meine Nase endlich mal reinstecken hier? Ich steck doch meine Nase gerne in böse Dinge rein, wo man seine Nase nicht reinsteckt. Ah, oh ja, man kriegt aber noch Heilung, das ist schon mal relativ gut. Was ist? Oh, wow, Alter, okay. Gibt's hier noch ein paar Leben für mich? La 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 la. Jetzt kommt nämlich gleich die Stelle, wo richtig dumm ist.
wo ich mir noch nicht sicher bin, wie ich die auch packen soll. Oh, achso, stimmt ja. Mal die ganzen. Oh, halt, Moment, das habe ich jetzt nicht erwartet. Oh, oh, oh. Au, Ablanger, jawohl. Ich habe mich beinahe selbst weggesprengt, habe ich ein Gefühl. Na? Oh. Jawohl, bam. Noch einer. Mein Gott, er ist ultra schnell im Ausweichen. So, okay. Hey, nicht festhängen. So. Munition. Und alles einsammeln, was noch da ist. Jetzt kommt echt die Frage, wie mache ich die Stelle, die jetzt kommt? Wie man, wenn man genau hinhört, hört man noch im Hintergrund die ganze Zeit irgend so ein Monstergekrunz und Gestöhne. 100 Lives. Ein Schuss und ich bin down. Und ich weiß nicht, wie lange ich schon aufnehme. Je, Alter. Naja. Ich probier's mal. Ah, oh, keine dumme Idee mit dem fucking Flamethrower. Könnte ich mal probieren. Man sieht schon. Komisch. Lauter Türen. Hier ist das Exit. Hier ist ein Schalter. Was hier doch passieren? Durch das ganze Flamethrower. Ups. Haha. Ups. Falsche Waffe. So, probier. Jetzt aber mit dem Flammenwerfer. Ups. Ich hab mich selbst angezündet. Was zur Hölle, Mann. Ich wusste aber, dass es geht. Scheiße. Egal, noch ein Versuch. Ich kann immer was sehen, Alter. Aber es hat gut funktioniert. Ich bin draußen lange. Es war doch leichter wie erwartet. Bonk. Hab ich im Einnehmen vom Stuhl befreit oder was war das da? Hau ab. Oh, du auch. Die Ratte. Das hört gar nicht mal auf. Also hier bin ich beim letzten Mal derbe krepiert. Weil ich habe es zwar geahnt, aber ich habe die Minigun ausgepackt. Ich dachte, die Minigun, die wird schon alles wieder reißen, so wie immer. Das hier ist irgendwie eine Art Kaffee oder was. Jetzt fällt mir aber auf. Die Exit-Tür ist. Ah, hier ist noch ein Schalter. Oh je, Achtung. Mal gucken, was jetzt noch passiert, hey. Ich bezweifle ja stark. Sehr, sehr stark, dass das Ende schon war. Und dass hier keine. Sagen wir's. Keine. Ah, komm, keine Secrets gibt. Das bezweifle ich am. Fast schon am stärksten. Wie zum Geier sollen die Leute. Da ist eine Tasse. Wie zum Geier sollen die Leute, die hier arbeiten, hier reinkommen, müsst ihr erstmal immer hier drüber springen, oder was? Was zum Teufel, Mann? Achtung, ich nehme vorsichtshalber mal wieder die Minigun. Hallo? Jetzt ist offen. Was ist das? Holy shit! What the? Okay. Das habe ich nicht erwartet, aber das war super cool. Man sieht nichts. Heilige Mutter. Munition. Man hört aber Geräusche. Man hört Geräusche. Das gefällt mir nicht. Ich bleib hier unten. Ab heute wohne ich hier. Das hier ist nur mein wunderschöner Wohnplatz. Ich habe Dach über dem Kopf. Ich habe vielleicht ab und zu mal, wenn was vom Essen runterfällt, was zu essen. Ich habe eine Minigun. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es mir hier relativ gut gehen wird. Nee, Spaß beiseite. Flup. Erstmal natürlich mal wieder einen schönen Safe hinlegen. Und so. Denn ich wette, dass ich nicht alle Secrets habe. Doch, es gab keine Secrets, aber mir fehlen 3% Kills. Dum, 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 dum. 18:35. Ja, das klingt doch eigentlich schon an einem guten Part hier. Das war relativ leicht. Das tut auch jetzt nicht meine. Leider leer gelaufenen Brutal Doom Vorrat wieder auffüllen, nur ein Part. Dumm, dumm, egal. Eye of the Storm. Oh, mit Text. Du hast die Mitte von Los Angeles erreicht. Erreicht. Der platzte Strung von der Präsenz, von dem Portal. Und nun ist überall kochendes, höllisches Blut in den Straßen. Oh, Alter.
Die US Air Force hat die Stadt für tagelang mit Teppichbomben, Quatschen. Gibt's dafür einen deutschen Begriff? Bombenteppiche, jetzt habe ich es dumm. Bombenteppiche über die Stadt abgeworfen. Aber wahrscheinlich sind da immer noch viele Dämonen in der Gegend. Rück vorsichtig vor. Lokalisiere und sichere das Portal. Der UAC Headquarters, auch was bei den UAC oder UAC, da ich es leider Deutsch verlesen muss, Hauptquartieren. Ist über alle Gefahren in der Nähe von dem Portal. Und dann ruft die Verstärkung. Achtung. Okay, bevor wir uns das angucken, es gibt's im nächsten Part. Oh, was ist für Mucke? Yeah, cooler Beat, Mann. Bam, 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 bam. Wir sehen uns im nächsten Part, Bitches. Oh, die Mucke ist echt cool. Was zur Hölle? Okay, geht die irgendwie noch weiter oder bleibt die jetzt ganz nur so, yeah, ich bin voll cool-mäßig unterwegs? Okay, die bleibt anscheinend so. Also dann, bis zum nächsten Part. Bis dahin, wiedersehen. Oh doch, es geht ab. Naja, es geht ab. Wie gesagt, wir sehen uns. Ciao.